Hallo Leute und willkommen zurück. Ich würde sagen, wir bringen das hier jetzt ganz schnell noch zu Ende. Also, Biff. Lust auf eine kleine Weltreise? Was? Ich werde Korinnes verlassen und auf einer Insel nach neuen Gegnern suchen. Komm doch mit. Mehr Gegner sind mir egal. Ich will... Dort, wo wir hingehen, wird es mehr Gold geben, als du tragen kannst. Wenn das so ist, bin ich dabei. Wo geht's hin? Wir müssen dich erstmal aus dem Minental herausholen. Kein Problem, ich bin schon unterwegs. Treff mich am Pass. Ja, jetzt müssen wir erstmal warten, bis der dorthin gerannt ist. Aber es ist ja zum Glück nicht allzu weit. Müsst ihr nicht noch ein... Ah, da ist noch ein Drachensnapper mit einem toten Paladin. Oh toll, wir haben noch ein Level-Up. Ja gut, der hat natürlich nichts. Nichts, was wir nicht auch schon haben, denn wir sind ja selber Paladin. So, jetzt schnell Biff hinterherfliegen und... Dann bringen wir ihn aus dem Minental raus und dann haben wir ein neues Crewmitglied. Ha, ha. Schaffst du es über den Pass? Quatsch hier nicht rum, geh weiter, ich will endlich rüber. Du kannst nicht alleine rüber? Ja, auch egal. So, okay. Treffen wir Biff hinter dem Pass wieder und schicken ihn dann zum Schiff. Und dann müssen wir noch Wolf holen und... Das Gespräch mit Jorgen habe ich mittlerweile doch reingeschnitten, denn das war jetzt doch keine so große Aufgabe. So, da muss ich noch 2 Quests abgeben und dann kann ich, glaube ich, schon nach Irdorath und kurz noch den Schluss machen. Also es ist nicht mehr viel zu tun. Ich will euch nur noch die anderen Gespräche zeigen, die jetzt hier so vonstatten gehen werden. Also das mit Wolf am Schluss, das mit Biff und Biff am Schluss. Wo muss ich jetzt hin? Ach, das ist Biff. Und das war's eigentlich auch schon, glaube ich. So, bald geht's los. Da bin ich ja mal gespannt. So, jetzt geht es zum Hafen. Schon wieder ein Mehr oder weniger, aber die kriegt auch alleine Platz, sind ja nur dumme Lurker. Und die Suchende muss sie ja nicht bekämpfen. Ihr müsst jetzt noch kurz Wolf abholen. Der ist ja nicht weit weg, da fliege ich einfach kurz hin. Und dann geht's zurück zu Randolph. Und dann noch zu diesem Ingmar. Und dann war's das mit den Quests hier. Ich hoffe, dann habe ich alles. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Was dürfte es, glaube ich, eigentlich gewesen sein? Also, Wolf, du kommst auch mit. Das Gespräch kennen wir schon, also... Willkommen an Bord. So, der Sitz ist hier noch eine Weile rum. Ich jedenfalls porte mich kurz zum Kloster, dass es ein bisschen schneller geht. Und fliege jetzt kurz zu Aki. Und dann gehen wir noch zu Ingmar. Wie gesagt, jetzt überlege ich gerade mal kurz, ob noch irgendwas fehlt. Ich glaube nicht, oder? Ja, das Schiff muss ich mir noch holen, klar. Mario nehme ich diesmal nicht mit, das spare ich mir, weil es lohnt sich eh nicht. Das Gespräch brauche ich mir nicht unbedingt antun. Ihr habt gar keinen Elite-Krieger dabei, ihr interessiert mich gar nicht. Oder wie heißen die? Kriegsherren. Hallo, ich rufe sie jetzt mal. Danke. So. Ich hoffe, ich habe alle Ringe. Ich bin nämlich echt zu faul, hier nochmal alles durchzumachen und überall zu suchen. Also, Randolph, hier. Hier, das wird deinen Entzug lindern. Oh, danke, Mann. Jetzt kann ich wieder ruhig schlafen. Wie kann ich das nur wieder gut machen? Ich denke, die paar Münzen hier werden nur mein Gesicht vor dir wahren. Mehr jedoch nicht, fürchte ich. Hä, nicht mal dein Gesicht. Ich hab 300 ausgeben müssen. Geht's dir gut? Bin ein bisschen wackelig auf den Beinen, aber ansonsten geht's schon. Cool, nicht. Tschüss. Ich verschwinde jetzt von hier und ich sehe dich nie wieder. So, auf zum Hafen. Oh Gott, ich habe sein Gesicht voll nah gesehen. So, Ingmar, du bist noch dran. Ach ja, die Paladin-Runen wollte ich noch schnell abholen. Und dann war's das aber. Das mache ich jetzt aber schnell, bevor ich es vergesse. Also. Ich will gar keine magische Kraft steigern. Bin ich den Weg der Heilung? Ja, ja, ich weiß. Ich wähle den Weg des Kampfes. Du bist noch nicht... Was? Warum nicht? Wann soll ich denn dann kriegen? Gut, dann mache ich alles bereit für die Reise nach Irdorath und dann hole ich mir die Rune ab. Hä? Achso, die muss ich gar nicht Ingmar geben, die muss ich Hagen geben. Aber die Quest sollte jetzt eigentlich beendet sein, oder? Ich habe noch etwas über den Führer der Orks zu berichten. Wie viel Erfahrung? Dann lass mal hören. Ich kann dir einige weitere Orkringe geben. Ich bin stolz auf dich. Weiter so. Bald werden wir sie in die Knie gezwungen haben. Na super, offensichtlich habe ich... Ich gebe dir etwas Gold für deine Ausrüstung. Ein paar übersehen. Aber ich war überall, wo auf der Karte eingezeichnet war und deshalb ist mir das jetzt zu blöd. Ich habe nicht ewig Zeit, wie bei den Dracheneiern damals. Da war es ja das richtige Spiel, deshalb habe ich da auch wirklich alle geholt.
Aber hier bei diesem dummen Ring, nee, danke. Ach nee, die Schiffswachen sind beim Schiff. Dann hole ich mir kurz mein Schiff, vielleicht kriege ich dann die neue Rune. So, hier ist meine Mannschaft mit meinem neuen Kapitän Jorgen. Und Biff ist auch hier. Hey. Aber ich glaube, die haben nichts zu sagen. Und Wolf sitzt hier rum. Da sitzt normal keiner, wenn Wolf nicht dabei ist. Und Wolf ist bei mir ja nie dabei. Moment. Moment, wo willst du hin? Ich wollte... Tut mir leid. Doch. Misstraust du mir, bitte? Nein, ich befolge nur meine Befehle. Jetzt den schon wieder fertig machen. Dann solltest du wissen, wer hier den höheren Rang hat. Ja, Sir. Hiermit befehle ich dir, mir Zugang zum Schiff zu gewähren. Verstanden, Sir. Zugang wird gewährt. Ja, das war's schon. Das war ja einfach. Das war einiges einfacher als das mit dem Paladin. Da mussten wir ihn ja voll zuquatseln. Ja, lässt mich jetzt nicht durch und so. So, Girion. Girion. Ey. Weil ich hier treibe. Ich brauche das Schiff. Das kannst du. Das Erz im Minental wird nicht die eigentliche Bedrohung. Entweder du schließt dich... Richtig. Nun gut. Wenn wir die Sache... Damit kann ich leben. Ja, gut. Typisches Gespräch haben wir bei Girion jedes Mal auf die Art und Weise. Jetzt geht's jedenfalls nochmal zu Ingmar und wir hoffen einfach mal, dass wir jetzt diese dummen Runen kriegen. Weil sonst kriege ich die gar nicht mehr, bevor ich halt stopp. Ich zack noch kurz alle an Bord. Nur sicherheitshalber. Sonst muss ich nämlich nochmal zurück, eventuell. Weil wenn alle an Bord gesagt wurde, dann bin ich wirklich kurz vor der Abreise. Hey! Setz dich hin, steh wieder auf, guck mich an. So, ab geht's. Bist du bereit, mich zur Insel überzusetzen? Aber klar doch, her mit der Karte. Gut, dann hoch die Segel und nichts wie weg hier. Überprüf vorher nochmal deine Ausrüstung. Wenn wir erstmal auf See sind, gibt es keinen Weg mehr zurück. Wenn du das gemacht hast, dann leg dich erstmal schlafen. In der Kapitänskajüte steht ein Bett für dich bereit. Gute Nacht. Also ich finde einfach, Torloff ist der coolste Captain. Alle an Bord. Er ist der Einzige, der das sagt, obwohl die anderen auch Seemänner sind. Aber nur Torloff hat hier die Autorität, so alle an Bord und alle gehen und der Jorgen sagt einfach nichts, dass sie an Bord gehen sollen, die gehen einfach. Ich finde, Torloff ist einfach der coolste Captain von den dreien. Er ist auch der, den wir am besten kennen. Weil diesen Jack, den kennen wir jetzt nicht wirklich und er ist ein alter Mann und den müssen wir nicht unbedingt mit auf so eine Reise nehmen. Und genauso wenig kennen wir den Jorgen, aber Torloff kennen wir schon ewig. Ich wähle den Weg des Kampfes. Du bist noch... Willst du mich verarschen? Du bist noch... Was? Wann denn sonst? Gut, dann gehe ich jetzt nach Irdora, du kannst mich mal. Vielleicht frage ich einfach mal Girion, ob der mir die dämlichen Runen gibt. Muss ich echt diese dumme Ring der orkischen Kriegszeit-Quest erledigen, oder was? Da hätte ich aber eine Idee. Die könnte ich sogar erledigen, wenn ich weiß, wie der Insert-Code für diese dämlichen Ringe ist. Ich brauche einfach nur eine bestimmte Menge an Ringen, dann ist die Quest nämlich abgeschlossen. Ich mache das jetzt einfach kurz und schau kurz im Internet nach dem Insert-Code. Also ja, mache ich hier kurz einen Cut, bis gleich.